Hallo, liebe Online-Zuschauer und herzlich willkommen zu unserer zweiten Session der heutigen TIC-Online-Veranstaltung. Mein Name ist Leonie Ihring und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit von der Partie sind oder sich auch neu zu uns in den Ausstellungsraum nach Denkendorf zugeschaltet haben. Ja, das Thema von der jetzigen Session wird Simulation in der Hydraulik sein und hierfür haben wir unseren Experten der Fluidtechnik und Automatisierungstechnik Dr. Axel Dumrath an unserer Seite. Hallo Axel, schön, dass du da bist. Hallo Leonie, hallo liebe Zuschauer, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier im Ausstellungsraum und ich freue mich, Ihnen heute eine besonders nutzerfreundliche Version von FluidSim vorstellen zu können. Falls Sie vorher noch nicht in dem anderen Vortrag mit dabei waren, für Sie auch nochmal der organisatorische Hinweis. Sollten Sie Fragen haben während des Vortrags, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie Ihre Fragen in den Live-Chat stellen. Wir werden Ihre Fragen dann entweder während des Vortrags oder auch im Nachgang für Sie beantworten. Ihre Fragen werden anonym eingespielt bei uns. Das heißt also, Sie können sich ruhig trauen und uns schreiben. Wir würden uns sehr über einen aktiven Austausch mit Ihnen freuen. Ja, das heutige Thema wird die Simulation in der Hydraulik mit FluidSim Version 6 sein. FluidSim unterstützt ganz allgemein die Technologiebereiche Hydraulik, Pneumatik und Elektropneumatik. Heute befassen wir uns jetzt speziell mit dem Einsatz in der Hydraulik. Das heißt, wir möchten Ihnen zum einen die Einsatzmöglichkeiten zeigen, die Besonderheiten in der, der Hydraulik und auch die Nutzung von FluidSim in der Ausbildung. Viele Zuschauer fragen sich nun bestimmt oder brennen darauf, die Neuigkeiten der Version 6 von FluidSim zu erfahren. Deshalb, Axel, direkt zu Beginn die Frage an dich. Wie sieht es denn mit den Neuheiten aus in der neuen Version? Ja, ich habe das mal für Sie auf einer Folie zusammengefasst. Da kann man alle Neuheiten auf einen Blick sehen. Und es beginnt mit der vereinfachten Lizenzierung. Das heißt, die Lizenzen erhalten Sie künftig über ein digitales Ticket und mit diesem digitalen Ticket können Sie frei entscheiden, wie Sie Ihre Lizenz nutzen möchten. Und da würde ich auf einer der nächsten Folien dann nochmal darauf eingehen. Des Weiteren kann man FluidSim jetzt besser anpassen, deshalb sagte ich eine besonders benutzerfreundliche Version. Das heißt, Sie können alles, das gesamte Look and Feel von Festo über sogenannte Benutzerprofile verändern. Das heißt, Sie können auch den Komplexitätsgrad verändern und damit FluidSim an die jeweilige Lernsituation, an die jeweilige Aufgabe oder an das Lernniveau Ihrer Auszubildenden anpassen. Und die Oberfläche, die hat sich ein bisschen geändert. Das heißt, es gibt neue Menübänder, sogenannte Ribbons. Und diese Ribbons kann man wie in Office zuschalten oder fest anpinnen. Dann kann man die Zeichenfläche, wenn man sie nur zuschaltet, über effektiv nutzen und kann diese Ribbons auch beliebig verändern und in Benutzerprofil abspeichern. Aber diese Benutzerprofile können darüber hinaus die Menüs, die Dialoge, die Bauteildialoge, die Symbolbibliothek, alles kann sie da verändern. Also ein völlig anderes Benutzererlebnis herbeiführen, als sie es sonst haben. Im Kern von FluidSim 6 steht, ähnlich wie es bei FluidSim 5 war, aber noch viel weiter entwickelt, die Projektverarbeitung. Es gibt eigentlich nur noch Projekte. Alle Zeichnungen werden in Projekten verarbeitet, die aus einem oder mehreren Blättern bestehen. Das heißt, die aus einer oder mehreren Schaltplänen oder aber auch Stücklisten, Aufgaben, 3D-Zeichnungen, 2D-Zeichnungen, alles, was Sie möchten grafisch, können Sie in so ein Projekt einbauen. Unter der Haube von FluidSim hat sich einiges getan. Da werde ich dann auf einer der folgenden Folien etwas dazu sagen. Erwähnen möchte ich hier noch die OPC-UA-Schnittstelle, die es uns ermöglicht, direkt mit OPC-UA geeigneter Software oder Hardware, wie zum Beispiel SPSen, an den PC über den PC eine Verbindung mit FluidSim herzustellen, ohne zusätzliche Hardware. Und auf den folgenden Folien, da habe ich jetzt nochmal diese einzelnen Fakten etwas detaillierter für Sie dargestellt. Im ersten, nochmal speziell, möchte ich auf die Lizenzvarianten eingehen. Hier haben wir die Möglichkeit, die Lizenzen online oder offline zu nutzen. Der offline meine ich ohne jede Internetverbindung, entweder lokal auf Ihrem PC oder über Ihr eigenes Netzwerk oder Intranet. Dazu wird mit dem Lizenzticket die Lizenz in einen virtuellen oder in einen realen, also CodeMeterStick, Lizenzcontainer gespielt und Sie können sie dann innerhalb des Netzes oder lokal auf einem PC nutzen. Die zweite Möglichkeit ist die Online-Nutzung.
Sie können mit Ihrem Lizenzticket Ihre Lizenzen auf unserem Server freischalten und dann über ein Lizenzverwaltungstool selbst diese Lizenzen verwalten, an Ihre Schüler oder an Ihre Kollegen oder an sich selbst freigeben. Und diese Lizenzen können Sie von zu Hause aus verwalten, von der Schule aus verwalten, und Sie können sie beliebig in Schule oder zu Hause benutzen. Und damit haben Sie eine völlige Freiheit, was die Lizenznutzung angeht. Und auch der Wechsel zwischen der Offline- und der Online-Variante ist jederzeit möglich und durch Sie selbst bestimmt herbeiführbar. Die Menübänder, hier habe ich sie mal im Bild, sind der Ablösung der klassischen Symbolleiste. Das heißt, sie sind im Prinzip eine wesentlich größere Symbolleiste, die gleichzeitig eben auch den Befehl selber verbal enthält. Die Anordnung der einzelnen Befehle ist natürlich im Grundzustand vorgegeben, aber Sie können sie dann selbst verändern. Die technischen Neuerungen sind ja ein effizienterer Simulationskern, den man nach außen hin nicht sehen kann, der Ihnen aber neue Möglichkeiten in der Simulation bietet. So können Sie beispielsweise Temperaturveränderungen innerhalb einer hydraulischen Schaltung vorausberechnen, was mit dem bisherigen Simulationskern nicht gehen werde. Die haben eine 64-Bit-Architektur, sodass unter modernen Windows 10-Umgebungen und modernen Rechnern die Software optimal lauffähig ist, aber natürlich wird auch die 32-Bit-Version weiterhin unterstützt. Und das Lehrmaterial wurde in HTML5 überführt, sodass es unter aktuellen PC-Umgebungen auch lauffähig ist. Neuerungen innerhalb des Didaktikmaterials werden natürlich dann auch wieder um HTML5 programmiert werden. Welche Anwendungsgebiete gibt es für die Hydraulik? Natürlich die klassische Hydraulik selber, die Elektrohydraulik, die Proportionalhydraulik, die Regelhydraulik und natürlich auch die Mobilhydraulik. Immer mit dabei die Logik- oder die Graphset-Steuerung. Und Sie haben, wie in der Elektropneumatik natürlich auch und wie im vorherigen Vortrag auch gesehen, immer noch die Möglichkeit, extern eine SPS-Steuerung zu ergänzen. Gerade über OPC-UA natürlich eine ideale Version, wenn Sie also zum Beispiel eine elektrohydraulische Schaltung mit der SPS steuern möchten. Ja, vielen Dank, Axel. Jetzt haben wir mal einen Überblick über die Neuerungen von FluidSim Version 6 erhalten. Bei dem Thema Hydraulik geht es ja eigentlich immer um die Steuerung von Energieströmen, von Energieeffizienzen. Jetzt wäre natürlich die Frage, ob du unseren Zuschauern und mir einige Beispiele mitgebracht hast, wie denn jetzt FluidSim in Verbindung mit der Hydraulik genutzt wird. Ich habe mir natürlich im Vorfeld auf unsere heutige Veranstaltung Gedanken gemacht, welche interessanten Beispiele ich Ihnen zeigen kann und wo auch gerade FluidSim Hydraulik einen Mehrwert für die Hydraulikausbildung darstellt. Und Sie kennen alle diese Aufgabe. Hier haben wir zum Beispiel eine Spritzgießmaschine und in dieser Spritzgießmaschine gibt es ein Hydraulikaggregat. Und der Klassiker ist die Aufnahme der Mengenkennlinie, also der Druck-Volumen-Strom-Kennlinie dieses Aggregates. Und das führen Sie in der Regel auch mit unseren Laborständen hier durch. Was haben wir da drin? Wir haben da drin immer eine neue Pumpe. FluidSim kann aber diese Pumpe auch zerstören. Das heißt, Sie können hier in die Parametersätze von der Pumpe hineingehen und hier sehen Sie den Leckvolumenstrom dieser Pumpe. Der ist im Moment also auf 0,002 Liter pro Minute und bar eingestellt. Und bei einer verschlissenen Pumpe, da würde er zum Beispiel 0,001 Liter pro Minute und bar sein. Und wenn wir das tun, dann können wir das in die Simulation bringen und wir können mal einstellen, wie zum Beispiel bei einem Druck von 2 bar. Dazu müssen wir zunächst mal die Kurzschlussdrossel hier schließen. Dann baut sich auch ein Druck auf. Und dann können wir mit der Hauptdrossel hier oben den Druck im System einstellen. Wir stellen jetzt mal einen Druck von 2 Megapascal ein und sehen, an unserer Volumenstrom-Messeinrichtung haben wir einen Volumenstrom von 2,09 Liter pro Minute. Das ist genau der gleiche Versuch, den wir praktisch hier im Labor machen. Das heißt, für bestimmte Drücke nehmen Sie bestimmte Volumenströme auf und tragen sie dann in ein Protokoll ein. Und dieses Protokoll, das habe ich schon mal vorbereitet, das würde natürlich heute ein bisschen lange dauern. Sie sehen in der oberen blauen Kurve die neue Pumpe, die also Sie auch ausmessen würden, wenn Sie auf dem Volumen, auf dem Prüfstand arbeiten. Und hier drunter sehen Sie mal die Kurve der verschlissenen Pumpe. Sie können also sehen, dass bei einer verschlissenen Pumpe der Volumenstrom viel stärker abfällt, wenn die Pumpe belastet wird, also mit einem höheren Druck beaufschlagt wird.
Und daran kann man auch sagen, man kann jetzt auch Kriterien festlegen, wann muss eine Pumpe ausgesondert werden, ab wann wird es ineffizient und die Verluste einfach zu groß. Prima. Das heißt also, die Simulation bietet uns jetzt hier Lerninhalte, die eigentlich über den Laborversuch hinausgehen. Hast du vielleicht noch ein weiteres Beispiel mit dabei? Ja, natürlich. Ich habe überlegt, wie kann ich Fluid so besonders attraktiv heute dastehen lassen. Und da habe ich mal mir diese Hebevorrichtung, diese Hebebühne herausgegriffen. Und hier bei dieser Hebebühne geht es darum, einmal zu vergleichen, welches sind die effizienteren Möglichkeiten für eine Lastabsenkung. Und hier wird also im Grundzustand ein Drosselrückschlagventil zunächst verwendet für die Gegenhaltung der Last. Und da muss ich noch dazu sagen, man kann hier in FluidSim natürlich ganz andere Lasten antragen, als dass ich sie hier auf meinem Versuchsstand verwenden kann. Sie sehen hier jetzt zum Beispiel eine Kraft von 500 Newton. Die habe ich, kann ich auf dem Prüfstand eigentlich nur mit unserer Belastungseinheit erreichen, aber nicht mit diesem Aufbau, den wir gerade hier sehen. Beziehungsweise auch nicht mit der Gewichtsbelastung, die ich dort habe. Und hier geht es also darum, diesen Zylinder einmal hochzufahren. Also das wäre die Last heben und entscheiden. Das Spannende ist eigentlich die Last senken. Da soll der Antrieb natürlich nicht herunterfahren. Und das würde man dann im Vergleich dazu tun, dass man dieses Ventil hier einfach aufbaut und anstelle dessen ein Stromregelventil einbaut. Das sieht natürlich vom Symbol her fast genauso aus, ist aber nicht das Gleiche, sondern bei einem Stromregelventil handelt es sich ja darum, um eine Drossel, über die ein Druckdifferenzventil geschaltet ist. Und dadurch wird der Volumenstrom, der über die Drossel fließt, immer der gleiche sein, weil wir immer die gleiche Druckdifferenz haben. Dann kann ich natürlich diesen Versuch aus zeitlichen Gründen hier leider nicht durchführen, aber ich habe natürlich diese Lösung vorbereitet, würde aber zunächst nochmal hier einmal so einen Hub durchführen, damit Sie auch sehen, wie man den im Prinzip ausmessen kann. Es geht ja um die Abwärtsbewegung und Sie sehen jetzt hier in unserem Wegzeitdiagramm hier die Geschwindigkeitskurve und hier sieht man in der Beharrungsgeschwindigkeit haben wir mit dem Stromregelventil eine Geschwindigkeit von 0,1435 Meter pro Sekunde und die ist natürlich konstant, egal welche Last ich hier jetzt anhänge, kommt immer die gleiche Geschwindigkeit heraus. Das Protokoll dazu sieht so aus, dass wir hier die blaue Kurve ist das Drosselrückschlagventil und die rote Kurve, das ist unser Stromregelventil. Da können wir also sehen, mit steigender Last steigt ja auch die Senkgeschwindigkeit beim Drosselrückschlagventil, ist also total lastabhängig. Es könnte also auch passieren bei großen Lasten, dass die Last einfach runterfällt. Und bei dem Stromregelventil habe ich überhaupt keine Veränderung, also immer die konstante Geschwindigkeit beim Absenken. Man würde also in so eine Anlage natürlich ein Stromregelventil einbauen am Ende. Ja, prima. Ich finde, das ist ein sehr anschaulicher Vergleich, der auch einen Einblick in die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten von den einzelnen Baugruppen gibt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann man mit FluidSim auch Vergleiche zwischen unterschiedlichen Schaltungsvarianten durchführen? Dazu habe ich auch mal ein schönes Beispiel mitgebracht. Wir sehen hier von einem Kranantrieb zwei Winden, die also das Seil von zwei Hakenflaschen aufwickeln. Und diese beiden Winden sind mit Hydromotoren angetrieben. Weil diese Hydromotoren, die könnte man jetzt in Reihe, parallel oder auch in einer Tandemschaltung verwenden. Und in den Lösungssammlungen vor unserem TP800 zur Mobilhydraulik gibt es auch alle diese drei Varianten. Nun kann ich natürlich nicht alle heute zeigen, aber ich möchte mal eine Variante zeigen. Und zwar habe ich die Parallelschaltung hier mitgebracht in FluidSim. Die sehen wir hier, stellen wir das Ganze mal optimal dar und starten die Simulation. Jetzt haben wir natürlich hier ein Problem. Wir sehen hier zwei Wegeventile und können diese hier zwar bewegen, aber gleichzeitig geht das natürlich sehr schwer, nur wenn man eins festhält. Und da empfehlen wir immer unseren Xbox-Controller, mit dem wir, wenn wir ihn dann einschalten, diese Ventile auch betätigen können. Heute will er natürlich nicht. Da muss ich gerade noch mal neu starten, kleinen Moment. Da sich mein Xbox-Controller ausgeschaltet hatte, wurde er noch nicht von FluidSim registriert. Jetzt sollte es aber der Fall sein und
da hoffen wir mal, dass es jetzt geht und so ist es auch. So, jetzt sieht man also, wir haben also hier auf dem oberen Druckbegrenzungsventil eine Last von 1 Megapascal eingestellt, hier unten auch. Das heißt, wir haben auf beiden die gleiche Last. Und wenn wir jetzt beide Wegeventile betätigen, dann sehen wir bei dieser Parallelschaltung, stellt sich natürlich beiden die gleiche Last ein, 1,9 Megapascal, aber auch der gleiche Volumenstrom, nämlich von etwas über 2 Liter pro Minute. Die teilen sich also den Gesamtvolumenstrom der Pumpe zu gleichen Teilen auf. Wenn wir jetzt die Last ändern, gehen wir hier mal auf 2 Megapascal und simulieren das Ganze nochmal, dann sehen wir, dass wir natürlich eine unterschiedliche Lastverteilung haben. Und auf dem Aktor, wo wir jetzt die geringere Last haben, hier bei BP1 mit 2,3 Megapascal, da fließt ein Volumenstrom von 2,9 Liter pro Minute und auf dem anderen nur von 1,2 Liter pro Minute. Das Fluid geht also den Weg des geringeren Widerstandes und die Volumenströme teilen sich unterschiedlich auf. Das wäre natürlich für unseren Kranantrieb sehr ungeeignet, weil wir wollen ja möglichst gleiche Drehzahlen haben und man würde also mit den Auszubildenden zu der Erkenntnis kommen, Parallelschaltung ist für so etwas ungeeignet. Ja, ich finde die ganzen Beispiele, die du uns mitgebracht hast, Axel, zeigen sehr gut, dass Lernende mit FluidSim ihre Laborversuche auch vorbereiten können und die theoretischen Zusammenhänge auch ein bisschen besser verstehen können. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sieht es denn mit Schaltungen aus? Kann man mit FluidSim eigene Schaltung entwerfen und vielleicht sogar noch eine technische Doku erstellen? Wenn ich schon so frage, wird es wahrscheinlich so natürlich sein. Geht es, selbstverständlich, dazu ist FluidSim ja da. Und wie ich ja schon eingangs sagte, haben wir also einen Schwerpunkt auf die projektorientierte Arbeit gelegt. Das heißt, wenn wir also eine neue Schaltung erstellen, dann legen wir zunächst ein neues Projekt an und erzeugen auf der rechten Seite von FluidSim hier so ein, bitte mal die Folie, so einen Projektbaum, der ist zunächst leer. Man kann jetzt in diesem Projektbaum also alles das anlegen, was man gerne in seinem Projekt ablegen möchte. Das werden natürlich die Schaltpläne sein, also in unserem Falle vielleicht ein Hydraulikschaltplan und ein Elektroschaltplan, ein Lageplan und eine Stückliste. Und damit das jetzt nicht ganz so trocken erscheint, habe ich natürlich mal ein Beispiel mitgebracht, und zwar diese prägehydraulische Presse, die also Lager in einen Lagerdeckel einpressen soll. Das ist ein Beispiel auch aus dem Arbeitsbuch Hydraulik. Und da habe ich das Ganze mal in Form eines Projektes vorbereitet. Sie sehen hier auf der ersten Seite unter Aufgabenstellung in meinem Projektbaum die Aufgabe der Aufgabe TP601 Aufgabe 9 einfach abgelegt. Und diese basiert natürlich auf einem Lageplan, den wir hier auch öffnen können. Auch in unserer Dokumentation dann vorhanden. Es gibt dann einen hydraulischen Schaltplan, der jetzt also den Antrieb der Prägepresse zeigt, und es gibt einen elektrischen Schaltplan. Sie können diese Schaltpläne auch trotzdem noch simulieren, auch wenn sie jetzt in verschiedenen Fenstern dargestellt sind. Wir können hier alle Schaltpläne nebeneinander darstellen. Da müssen wir natürlich die weglöschen, die wir jetzt gerade nicht brauchen. Und dann haben wir nur noch die Fenster offen, die uns jetzt gerade interessieren, nämlich den hydraulischen und den elektrischen Schaltplan. Und wenn wir jetzt hier uns in die Simulation begeben und den Starttaster SF1 betätigen, dann würde jetzt unser Antrieb runterfahren, dieses Lager einpressen. Und sobald der Pressdruck von 3,8 Megapascal erreicht ist, ist es natürlich annähernd in der Endlage, dann baut sich der Druck richtig auf, dann fährt der Zylinder wieder ein. Und somit hätten wir dann am Ende mit unserem Projekt hier eine komplette Dokumentation. Die können Sie natürlich auch ausgeben. Und zwar über den Export von Dateien kann man jetzt also verschiedenste Arten von Dateiformaten erzeugen, unter anderem auch PDF. Und damit wäre die Abgabe gegeben in Form einer Datei, beziehungsweise man kann es natürlich ausdrucken und dann hatte man eine fertige Belegmappe für seine Mechatronikerarbeit oder etwas ähnliches. Vielen Dank für deine ausführliche Erläuterung. Jetzt hast du schon einige Beispiele uns dargelegt und vorgestellt. Jetzt kommt an dieser Stelle auch die Frage aus dem Chat. Ein Zuschauer fragt, kann ich als Nutzer von FluidSim auch auf so viele Beispiele zugreifen? Ja,
Prinzipiell können Sie das, und zwar habe ich natürlich hier auch eine kleine Folie dafür vorbereitet, und man könnte es auch gleich, ich werde es auch gleich nochmal live zeigen. Wir haben natürlich alle Lösungen, das gab es auch schon in der Version 5, für FluidSim Hydraulik, die wir in unseren Arbeitsbüchern finden. Also was ist im Arbeitsbuch Hydraulik, Grund- und Aufbaustufe, Elektrohydraulik, Grund- und Aufbaustufe, Proportionalhydraulik, Regelhydraulik, ist alles in FluidSim als Lösung enthalten. Natürlich brauchen Sie das Arbeitsbuch dazu, um mit diesen Lösungen auch wirklich arbeiten zu können. Und ich wechsle mal hier in FluidSim zurück. Sie finden unter dem Menü Didaktik und der Schaltkreise zu Übungen sämtliche Lösungen, die Sie hier zu den einzelnen Aufgaben finden. Und nun werden Sie vielleicht sagen, ja, jetzt habe ich aber alle Lösungen schon drin. Wenn die Auszubildenden das merken, kann ich das irgendwie ausblenden. Natürlich können Sie das, wenn Sie in die Benutzerprofilverwaltung reingehen, können Sie diese gesamten Lösungen für die Auszubildenden wegblenden. Also Sie können Benutzerprofile erzeugen, die ohne Lösungen sind, und dann haben Sie die Gewähr, dass die Auszubildenden selbst ihre Lösungen erarbeiten müssen. Immer. Ja, mit FluidSim kann man ja jetzt mal so grob zusammenfassen, kann man Schaltpläne erstellen, man kann sie simulieren, wir können Zusammenhänge erläutern, Laborbesuche vorbereiten, technische Dokumentation erstellen, das heißt, wir haben eine ganze Breite an Einsatzmöglichkeiten. Habe ich irgendwas Zentrales noch vergessen, Axel, für was kann man es noch einsetzen? Du hast einen wichtigen Punkt vergessen. Okay. Und zwar gibt es also außer diesem Schaltkreis erstellen, dokumentieren und so weiter noch die Möglichkeit der Fehlersuche. Und natürlich auch die Möglichkeit, Ihren Unterricht spannender zu gestalten. Aber ich würde dann vielleicht mal mit der Fehlersuche beginnen. Und das heißt, wir haben in FluidSim nicht nur die Modelle der Bauteile selber, sondern für ausgewählte Bauteile gibt es auch Fehlermodelle. Diese Fehler können Sie selbst konfigurieren. Das heißt, Sie können die Fehler selber definieren und mit den Auszubildenden das Training der Fehlersuche beginnen. Und das sind nicht nur Fehler, wo das Bauteil ausgefallen ist, sondern es sind teilweise auch parametrierbare Fehler, wo also zum Beispiel falsche Widerstandswerte in den Bauteilen sind, sodass es also Fehler sind, die auch nicht nur Inbetriebnahmefehler sind, sondern auch Fehler, die während des Betriebes aufgetreten sind. Wie eben auch zum Beispiel diese Leckage in der Pumpe. Das ist auch etwas, was während des Betriebes der Pumpe entsteht, dass die Leckage durch den Verschleiß sukzessive zunimmt. Ich habe natürlich auch für heute was vorbereitet. Und zwar nehmen wir wieder unsere Spritzgießmaschine, die wir eingangs hatten, für die Aufnahme der Mengenkernlinie, um unser Hydraulikaggregat zu analysieren. Und wir sehen, wir können sehen übrigens hier unten die Zoom-Funktion, die jetzt mal auch mal sehr schön hier unten herausgeführt, anders als in der Version 5, muss man die hier überhaupt nicht suchen. Die ist immer bereit und man kann immer optimal seine Schaltung auf die Zeichenfläche ziehen. So, jetzt hat man die Möglichkeit, hier befinden wir uns im Simulationsmenü und da gibt es hier oben so ein Modul zur Auswahl der Fehlermodelle und wir wählen jetzt hier den Fehler E1 aus, den habe ich mal definiert. Wenn wir die Fehlersuche starten, öffnet sich so ein gelber Balken, da steht dann hier oben die Fehlerbezeichnung drin und Sie sehen jetzt keine Flussanimation mehr, Sie sehen nur noch die Ergebnisse, die die Messgeräte anzeigen, denn das wäre ja in Realität auch so, es würde nur die Messgeräte einen Wert anzeigen, die sie auch tatsächlich verbaut haben. Sie sehen jetzt, dass sich hier oben vor der Drossel bereits ein Druck von 6,15 Megapascal eingestellt hat, obwohl die Drossel vollständig geöffnet ist. Das darf natürlich nicht sein. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, mit sogenannten virtuellen Messgeräten, die gibt es übrigens auch für den elektrotechnischen Teil, zum Beispiel die Drücke zu messen. Wir können also hier den Druck, der sich hier also hinter dem Drosselrückschlagventil einstellt, auch messen. Und wir können auch die Maßeinheit natürlich ändern in Megapascal, dann werden wir mal dabei bleiben. Und wir sehen, hier taucht also ein Druck ungefähr des Eingangsdruckes auf von 6,1 Megapascal, also viel zu hoch, dürfte eigentlich gar nicht sein. Das heißt, im Ablauf unseres Volumenstromes muss also irgendwo ein Widerstand sein. Und jetzt messen wir mal vor unserem Volumenstrommesser und da sehen wir, da haben wir nur noch 0,8 Bar. Das heißt, irgendwo auf der Strecke dazwischen ist irgendwas verstopft vermutlich oder eine Engstelle. Wir können nochmal den Durchfluss messen, spaßeshalber, und sehen, messen hier rein, überhalb unseres Volumenstrommessgerätes. Ja, da kommt der gleiche Wert wie im Volumenstrommessgerät selber, also ein ganz kleiner Volumenstrom von 0,7 Liter pro Minute. Die Auszubildenden haben dann die Möglichkeit, wenn sie den Fehler jetzt so wie ich eingegrenzt haben, mit so einem Schraubenschlüssel den Fehler zu beheben, ist da so ein Ring um den Schraubenschlüssel.
Dann kann man dieses Bauteil anklicken. Das ist in diesem Falle die Leitung zwischen Drosselrückschlagventil RZ1 und der Volumenstrommessung MM1. Und da sage ich jetzt, Bauteil ist verstopft, und ich wusste natürlich, wo der Fehler ist, aber Fehler ist behoben. Und damit haben wir hier natürlich jetzt auf der Eingangsseite nur noch 0,3 Megapascal. Und jetzt ist auch unser Stellbereich unseres Drosselrückschlagventils wieder gegeben. Das heißt, wir können hier frei den Druck einstellen. Klasse. Jetzt hatte ich natürlich schon etwas übersprungen, und zwar wollte ich Ihnen gerne noch zeigen, wie Sie Ihren Unterricht etwas spannender gestalten können. Das heißt, wir haben in FluidSim natürlich eine sehr umfassende Foliensammlung, ein Lehrmaterial und einen Versuch, ein Lehrprogramm für die Hydraulik zur Modellierung, wo also die ganzen mathematischen Zusammenhänge, die Sie hier in FluidSim auch benutzt werden, dann sehen können. Sonst sehen Sie ja nicht, welche Formeln tatsächlich sich in den Modellen widerspiegeln. Das wäre im Lernprogramm, und in der Foliensammlung haben Sie also statische und animierte Folien zu den einzelnen Themen in FluidSim. Die können Sie auch selber zusammenstellen. Und darüber hinaus gibt es dann noch die Komponentenbeschreibung zu jedem Bauteil, was Sie in FluidSim Hydraulik finden. Und da gehen wir nochmal hier rein, können wir auch ein beliebiges Bauteil herausgreifen, klicken hier mit der rechten Maustaste rein, und dann öffnet sich die Komponentenbeschreibung, und dann finden wir zu diesem Bauteil einmal die Beschreibung der Funktion, das Normzeichen für diese, also das ISO 1219 Zeichen für dieses Bauteil, und natürlich die Parameter, die wir hier im Programm variieren können. Und bei vielen Bauteilen werden Sie feststellen, gibt es Parameter, die Sie also im Labor gar nicht einstellen können. Die Parameter gehen weit über das hinaus, was wir im Labor mit unserer Anlage realisieren können. So ist es beispielsweise auch für das Aggregat. Da können wir also wirklich bis 40 Megapascal gehen. Wir können einen wesentlich höheren Volumenstrombereich einstellen, also Verdrängervolumen bis 5 Liter pro Umdrehung und eine Drehzahl bis 5000 Umdrehungen pro Minute und einen entsprechenden Volumenstrom, der am Ende dabei rauskommt. Wir haben also deutlich größere Möglichkeiten, als es auf dem Laborstand möglich ist. Okay, klasse. Ja, mit Blick auf die Uhr, wir müssen uns ein bisschen sputen, Axel. Wir hätten noch zwei wichtige Themen. Einmal das Thema Update. Brauchen wir ein Update? Warum muss man unbedingt ein Update machen? Vielleicht in ein, zwei Sätzen ganz kurz. Und dann noch das Thema hier mit der tatsächlichen Hardware in Verbindung mit FluidSim. Kriegen wir das unterzeitlich? Wir machen das ganz schnell. Also ich habe mal ein paar wichtige Punkte zusammengestellt. Wo ist meine Folie? Will nicht wieder nach vorne. Viele fragen sich natürlich, warum soll ich updaten? Ich sage mal, es gibt ein paar wichtige Punkte. Wir haben freie Wahl des Einsatzortes von FluidSim. Sie können selber bestimmen, wie Sie Ihre Lizenzen verwalten und nutzen wollen. Sie können FluidSim an die verschiedenen Lernniveaus anpassen. Updates und Neuerungen gibt es natürlich nur für die Version 6, völlig klar. Für die Version 5 gibt es keine Updates mehr. Und viele Neuerungen, die wir ja gerade entwickeln noch, werden über kostenlose Updates in die Version 6 hineinkommen. Alles andere gibt es natürlich schon intuitiv bedienbar, lauffähig auf aktuellen Windows-Plattformen etc. pp. Es gibt also tausend Gründe, ein Update zu kaufen. Und ich sage immer, ein Leben ohne FluidSim ist möglich, aber sinnlos. Prima. Ja, wir wollten noch die Live-Verbindung zeigen. Genau. Und zwar, das machen wir noch. Ich habe natürlich noch eine kleine Aufgabe hier vorbereitet. Man kann natürlich mit FluidSim nicht nur simulieren, sondern auch tatsächlich messen und steuern. Und wir haben ja, stehen ja hier vor unserem Hydraulikprüfstand, den haben wir über das EasyPort natürlich wieder mit unserer Anlage verbunden. Wir schalten jetzt mal den Volumenstrom zu, und mit einem Graphset steuern wir das. Ich habe natürlich alles wieder hier auf meinem Xbox-Controller. Grüne Taste ist Ausfahren, rote Taste ist Einfahren. Und Sie sehen, hier werden also die Drücke gleichzeitig aufgezeichnet auf beiden Seiten des Kolbens. Und so haben wir auch ganz schnell ein kleines Labor, ein kleines Steuer- und Messlabor in unser FluidSim integriert. Und was Sie hier messen, das ist Ihnen völlig überlassen. Das heißt, Sie können diese Schaltung völlig frei gestalten. Perfekt. Ja, jetzt sind wir leider schon am Ende unseres Vortrags angekommen. Wir hoffen sehr, dass Sie auch einen interessanten Einblick in die neue FluidSim-Version von Hydraulik bekommen konnten.